Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute wieder um Fadans Omega. Denn Fadans Omega, er qualmt nicht mehr, sagen wir es mal so. Ich hatte ja immer das Problem, dass die Kiste gequalmt hat wie eine alte Diesellok und keine Leistung hatte. Und was soll ich sagen, das Qualm ist weg. Ganz einfache Geschichte. Ich hatte ja versucht, Kompression zu messen. Und im letzten Video habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich den Injektor nochmal gezogen habe und da hatte sich ja noch ein alter Dichtring verklemmt. Ich habe dann alles wieder zusammengebaut, habe die Glühkerzen nochmal getauscht, also neue Glühkerzen reingestopft und Ansaugbrücke drauf, alles wieder zusammengebaut, gestartet. Dann hat er einmal nochmal richtig einen rausgehauen, das ist jetzt ein schwarzer Fleck hier auch. Und danach, keinen Qualm mehr. Also meine Theorie ist jetzt, dass er hat ja auch keine Kompression auf dem sechsten Zylinder zuerst. Meine Theorie ist jetzt, dass er dadurch, dass der Injektor oder dass am Injektor vorbeipfeifen konnte, die ganze Kompression, dass er einfach nicht gezündet hat mit dem sechsten Zylinder und dadurch, dass einfach ein Rauch aufgegangen ist, der Diesel, der da eingespritzt wurde. Ja, wir gehen auch gleich nochmal zum Auto und zeige ich euch das nochmal, denn ich bin optimistisch und fahre heute einfach mal zum TÜV. Und gucken, ob er die AU schafft. Wie gesagt, die VTG-Steuerung vom Turbo funktioniert immer noch nicht hundertprozentig leider. Ich habe das defekte Motorlager abgeklemmt, dann ist es ein bisschen besser, aber perfekt ist es immer noch nicht. Also da muss wahrscheinlich noch irgendwo anders eine Leckage sein am Unterdrucksystem. Dieses Unterdrucksystem ist ja ätzend aufwendig und komplex und groß und tralala. Also ja, wird wohl noch ein bisschen Arbeit sein, es zu finden, aber vielleicht schafft er die AU. Ja, so, das ist am wichtigsten. Alles andere, was dann noch kommt, lässt sich, denke ich, ganz einfach beheben. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Feststellbremse zu schlapp ist, weil die fühlt sich doch sehr schlapp an. Und ich werde dann euch mitnehmen zum TÜV und berichten. Oder zum TÜV ist nicht, ich fahre ja zu GTÜ. Und dann werde ich berichten, wie es gelaufen ist. Also, aber jetzt gucken wir jetzt mal das Auto an. So, bevor ich jetzt starte, will ich noch einmal hier die Kohlegehäuseentlüftung tauschen. Das war ja erst mein Verdacht, dass er deswegen qualmt, weil er da Öl drüber pumpt. Und die kostet nicht die Welt und ist halt oft Ursache für Schäden. Deswegen mache ich sie jetzt einmal neu. Und dann baue ich hier noch die Verkleidung drauf, weil ich will einmal durch die Waschstraße, damit die Karre nicht ganz so versifft aussieht. Und dann zeige ich euch nochmal, wie er läuft. Und dann geht es ab zum TÜV. Also, das Video zur Kurbelgehäuseentlüftung hat Osti mal gemacht, hat ein Tutorial gemacht, blende ich euch nochmal ein. Und ansonsten lasse ich jetzt den Zeitraffer laufen. So, das war's. Dann starten wir mal. Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar will ich ja einfach die Waschstraße und deswegen mache ich hier den Deckel wieder drauf. Die Verkleidung. Und da kommt hier noch so ein kleines Halterchen hin. Ich habe nämlich Angst, dass durch Spritzwasser oder was hier irgendwie was in die Injektorenelektrik gelangt. Wollte ja nicht. Sicher, sag ich mal. Keine Qualmerei mehr. Wenn man einen Kaltstart macht, dann haut er noch mal kurz einen raus. Er riecht auch noch ein bisschen, aber die Qualmerei ist Vergangenheit. Ich denke, das ist ein sehr großer Teilerfolg. Ansonsten läuft er, finde ich, auch sehr, sehr gut.
So, jetzt mal live dabei. Ich habe gerade, glaube ich, die undichte Stelle gefunden. Das wäre ja der Wahnsinn. Ich habe es hier zwischenhören, habe hier hinten angefasst. Ich weiß nicht, ob man es hört. Dieser kleine Schlauch hier. Und das zischt. Den mache ich jetzt mal neu. Da bin ich aber gespannt. Das wäre es ja. Also der Schlauch ist definitiv im Arsch. Ach, das wäre der Wahnsinn. Und wie im Arsch der ist hier. Weiß ich, kann man das sehen? Komplett offen. So ein kleines Scheißstück. So, das tausche ich jetzt. Was soll ich sagen? Er läuft. Ich dreh durch, Alter. Ist das geil, ey. Klar, er ist noch ein bisschen zugekokst. Da muss ich noch mal ran. Beziehungsweise ein bisschen freifahren, aber Leistung ist da. Geil. Das wär's ja, wenn es das gewesen wäre. Ich meine, das war ja offensichtlich. Ich werde gleich nochmal Ladedrücke auslesen, Fehlerspeicher nochmal auslesen, bevor ich zum TÜV fahre. Dann werde ich natürlich nochmal meinen TÜV-Standardcheck machen, Beleuchtung und Co. Ja, und dann zur Ortsausgang. Jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt zieht gleich wieder ab. Klar, ein bisschen müde ist er immer noch. Sehr gut an. Geiler Scheiß. Jetzt nochmal vom Start weg. Vielleicht ist das Motorlager auch gar nicht kaputt. Ja, moin. Zieht gut durch. Fett. Ja, das ist schön. Gefällt mir. So, wir haben einen neuen Tag, denn ja, ich hatte leider keine Papiere, um zum TÜV zu fahren. Jetzt aber Fadern am Start und der hat die Papiere mitgebracht. Sag mal hallo. Hi. Wir tanken jetzt noch mal ein bisschen Sprit rein, dann schieben wir noch mal durch die Waschstraße und dann melde ich mich, wenn wir beim TÜV durch sind. Also, bis gleich. Bitte macht einfach die Tür zu, ist ja ein Frecher. Nee, das holen wir aber nicht. Nee, ne? Kann sein, dass er an der Anhängerkupplung hängen bleibt, damit ich dann nochmal okay drücken kann. Toll! Oh. Kann ich gar nicht filmen. So, wir sind zurück von der Hauptuntersuchung und ja, was soll ich sagen? Das Positive zuerst, er hat die AU bestanden. Das war mir besonders wichtig, weil wenn er die AU nicht bestanden hätte, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, woran es noch liegen könnte, weil es einfach alles neu ist. Allerdings hat er die Hauptuntersuchung im Ganzen leider nicht geschafft. Nicht wegen der Feststellbremse, so hatte ich ja zuerst gedacht, sondern wir haben Korrosion an Kraftstoffleitung und Bremsleitung hinten. Ich kann das ja mal vorlesen, was an Mängeln ist. Kraftstoffleitung hinten korrosionsgeschwächt. Das ist einmal die Dieselleitung, die machen wir immer noch neu. Und dann Übertragungseinrichtung, Bremsleitung hinten links korrosionsgeschwächt. Und Übertragungseinrichtung, Bremsleitung vorne links korrosionsgeschwächt. Ja, da müssen wir einmal die Bremsleitung neu machen, dann einmal entlüften. Und dann mache ich auch gleich die Gummi, also die flexible Leitung mache ich auch gleich mit neu, wenn wir schon mal dabei sind. Und dann haben wir noch einen Leck, einen Kraftstofftank. Ich vermute mal, dass wir den Deckel von der Pumpe nicht zugeschraubt haben. Ansonsten hält sich das eigentlich in Grenzen. Also ist machbar.
Also bin ich zufrieden, auch wenn es nichts geworden ist, leider beim ersten Anlauf, aber das habe ich auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt werde ich die Teile besorgen und dann bauen wir die ein. Ob ich das filme, muss ich sehen, weil ich auf der Grube halt nicht sehr viel Licht habe und es nicht so richtig geil zu sehen ist, aber ich werde auf jeden Fall berichten, wie es läuft. Ansonsten folgt mir bei Instagram und abonniert meinen Kanal, klickt die Glocke und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Und außerdem jetzt immer mittwochs 18 Uhr Livestream. Könnt ihr mir Fragen stellen, können wir ein bisschen quatschen, ganz entspannt. Hat letztes Mal richtig Bock gemacht. Ton ist jetzt auch top. Also von daher, freut euch drauf. In diesem Sinne melde ich mich ab und tschüss.